Schön, dich wiederzusehen, Doran. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollten? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monaten sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderen erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen, an einer Felswand der Steilhänge im Wald. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. Du hast gewisse Ereignisse vorausgesehen, bevor sich unsere Wege kreuzten. Welche denn? Die Ankunft eines Fremden, die Bedrohung durch einen Feind und die Rückkehr eines alten Freundes. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass ihr die Fremden, die Wilderer der Feind und die alten Freunde die Schnatzer sind. Ich sah auch zwei Orte, die damit verbunden sind. Die Höhle mit dem Mondstein und den Steinkreis, welcher in Mondlicht getaucht war. Was macht dich so sicher, dass das Symbol zu den Schnatzern führt? Ich bin nicht sicher. Doch so stand es in den Sternen. Das Schicksal nimmt seinen Lauf wie vorgesehen. Ich bin nur ein Bote. Das Glück ist uns wohl heute hold. Dass du mir ein Symbol zeigst, dessen Ursprung ich erkenne, ist kein Zufall, sondern Schicksal. Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Siehst du das Symbol über dem Eingang? Die Mondkälber am Steinkreis haben das Gleiche gemacht. Natürlich deutete Doran das an, aber es da zu sehen... Könnten die Schnatzer wirklich hier versteckt sein? Finden wir es raus. Doran wartet weiter vorne auf uns. Dann lass uns gehen. Kannst du das fassen? Echte Schnatzer! Ich bin froh, dass wir den Wilderern wohl einen Schritt voraus sind. Etwas seltsam, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Sie hat eine ganze Menge. Und wir haben Doran auf unserer Seite. Selbst wenn die Wilderer auf diesen Ort stoßen, sind wir bis dahin längst weg. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy, hier mit viel Dialog zu Beginn. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, und es geht heute um den Held der Zentauren, um Doran, der uns nicht nur vor den Zentauren gerettet hat, sondern der auch erkannt hat, dass die Schnatzer in Gefahr sind. Und die Schnatzer wollen wir retten. Die Schnatzer übrigens die zuvor beim Quidditch eingesetzt wurden, vor dem goldenen Schnatz. Und das wisst ihr ja mittlerweile, wenn ihr dieses Let's Play öfter schaut. Und hier ist auch jede Menge Kniesel. Können wir ein paar Kniesel uns einsacken, ne? Komm. Arresto Momento. Sorry, Kniesel. Wenn ich schon mal dabei bin gerade. Kniesel Nummer 1. Können wir noch einen Kniesel holen? Hier. Perfekt. Es war eine Steilvorlage quasi. Außerdem ist unser Gehege viel schöner als das hier. Sehr gut. Oh, da sind noch mehr, aber wir wollen jetzt nicht übertreiben. Ne? Bald gibt es eh keine Wilderer mehr hier, wenn wir mit denen fertig sind.
Ich grüße euch. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Doran. Keineswegs. Andererseits bin ich nicht der, der euch erwartet. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Gewiss. Gut. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Und was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Okay, finde heraus, wie du in die Ruinen gelangst. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Standardzauber und ziehen erstmal an dem Ding einfach, oder? Moment, erstmal gucken. Hier der Mondstein rein. Da sieht man ja schon wesentlich mehr, auch besser für die Aufnahme. So, haben wir verschiedene Zeichen? Grün. Sind auf jeden Fall verschiedene Farben, ne? Hier haben wir auch verschiedene Abzeichen an der Wand. Ich frage mich, ob die Säulen sich bewegen. Ja, das werden sie mit Sicherheit, liebe Poppy. Haben wir den Mond. Noch weitere Symbole. Und hier haben wir auch solche Symbole. Die denen sehr, sehr ähnlich aussehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die irgendwie alle aktivieren müssen. Hier auch nochmal der schöne Mond. Das sieht am coolsten aus, finde ich, das Symbol irgendwie. Und hier können wir mal dran ziehen. Mal gucken, was passiert jetzt. Akio! Oh, da kommen Spinnen. Stören uns beim Überlegen. Kuzio! Okay, was soll's? Da war eine dicke dabei. Die mache ich jetzt erstmal noch platt. Wo ist die? Da kommen noch die kleinen, aber ich hab's gesehen. Da, Matriarchie. Nimm das! Arresto momento. Defendo. Accio. Incendio. Ich hoffe wirklich, das müssen wir nie wieder tun. Das müssen wir noch öfter tun. Also, mussten wir zumindest sehr oft tun. Also, mit Spinnen. Confringo! Patsch! Boah, jede Menge Eier hier. Einmal das Schlaraffenland mitnehmen. Und jetzt weiter zurück zum Rätselchen. So wie es aussieht, müssen wir diese beiden Symbole hier irgendwie auf dem Boden zum Leuchten bringen. So, die Sonne habe ich schon mal zum Leuchten gebracht. Indem man einfach gegenüberliegend etwas platziert. Und das scheint mir eine Sonne zu sein oder so. Und das vielleicht der Mond, irgendwie sowas. Licht und Schatten, pipapo. Ihr wisst Bescheid. Und jetzt müssen wir noch das andere Symbol finden. Und da gibt es zwei sehr ähnliche. Einmal das hier. Und einmal das hier. Und ich hatte jetzt schon mal kurz ein bisschen rumprobiert. Und genau das gegenteilige Symbol genommen. Da kann man sich schnell vertun. Weil das andere hat einen Punkt. Da müssen wir jetzt nochmal ran. An den Speck. Und dazu müssen wir dieses Teil genau auf die andere Seite drehen, quasi. Dann probieren wir das doch mal aus, ob das die Lösung ist. Akio! Ein weiter, bitte. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Das war's! Da, Doran! Ein Durchgang! Ich nehme an, wir alle wissen, was dahinter liegt. Und jetzt muss ich euch verlassen, fürchte ich. Vorerst jedenfalls. Du kommst nicht mit rein? Wenn die Schnatzer hier sind, wird die Herde sich selbst von der Wahrheit überzeugen wollen. Vor allem Alec. Geht ohne mich. Ich werde zurückkehren, sobald ich kann. Okay, Doran. Wir wollen von deiner unermesslichen Weisheit noch profitieren, gerne. Du bist immerhin der Held der Zentauren. Ist auf jeden Fall der coole Zentaur, ne? Der bringt die Kinder nicht um. Die anderen werden sich jetzt davon überzeugen können. Die holt er hoffentlich her. Nun denn. Doran, komm ruhig mit. Nee, seitdem wir Avada haben, macht mir gar nichts mehr Angst. Seitdem sind wir Imber. Sieh dir die Malereien an. Das sind alles Tierwesen. Dieser Ort muss zu ihrem Schutz entstanden sein. Sie hatten nichts zu befürchten. Wie kommst du darauf?
Die Wildererlager fühlten sich immer so erdrückend an. Dieses Gefühl war überwältigend. Zumindest für mich. Hier spüre ich nur Sicherheit und Ruhe. Das Gegenteil von einem Wildererlager. Revelio! Können wir noch was anzünden, glaube ich, ne? Bombarda! Mit Bombarda vielleicht nicht. Confringo! Schön. Noch was für ein Hals, was Schickes. Wir haben auch noch was zu mitnehmen. Ist verdammt schick hier, aber leider sehr zerfallen. Oh, da ist eine Kiste. Ich nehme sie schon aus der Entfernung wahr. Revelio! Die brauchen wir wahrscheinlich, um irgendwo hochzukommen. Ein paar Pflänzchen gewachsen hier. Oh, wir fallen hier irgendwie. Irgendwie war da ein Loch im Boden. Kommt man nicht gut rüber. Kann man sich verstolpern schnell. Muss man aufpassen. Aber leider kein Warnhinweis mehr hier. Sieht wunderschön aus auch wieder. Uns die Decke angucken. Träumchen. Mensch, was wir nicht für schöne Welten entdecken, ne? Immer schön täglich diese 40 Minuten, Pi mal Daumen. Entführen wir uns gemeinsam in eine andere Welt. Ich glaube übrigens, ich mag diesen hier am liebsten, den Umhang. Den finde ich richtig cool. Ich glaube, das ist mein absoluter Favorite. Der ist nicht ganz so klobig wie der andere. Die Haare passen auch rein und so. Das sieht so schön aus hier mit dem Baum und so. Hammer. Wo sind jetzt die Schnatzer? Haben sich auf jeden Fall eine schöne Ecke ausgesucht. Incendio! War lange niemand mehr. Wenn hier solche Dornen wachsen. Ich wette, dass das nicht wirklich eine Sackgasse ist. Aber wie kommen wir weiter? Aha, was haben wir denn da Schönes? Revelio! Bombarda! Okay, aufdonnern kann man es nicht. Hier sind mehrere davon da. Und was ist das hier? Das ist ja sehr interessant. Akio! Die müssen bestimmt da drauf irgendwie. Vielleicht mit der richtigen Symbolseite hat das mehrere Symbole. Wingardium Leviosa! Nice. Akio! Wingardium Leviosa! Ich glaube, das war noch nicht korrekt, oder? Doch, da ist ein Flammensymbol auf Flamme. Akio! Wingardium Leviosa! Es leuchtet doch. Die Bodenplatten sind mit Symbolen versehen. Revelio. Aber wir müssen noch den zweiten Stein finden hier. Das war noch nicht alles. Da oben ist er. Mhm. Und dazu brauchen wir diese Kiste hier. Accio. Wingardium Leviosa. Packen die hier rüber. Und jetzt haben wir ihn. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Der gierige Sarazar Slytherin, der musste das mitnehmen gerade noch. Und schwupps. Sollte eigentlich richtig sein, oder? Aber was hat sich hier getan? Gar nichts? Accio! Wingardium Leviosa! Incendio! Also, man kann die Flächen auch noch anzünden. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendeinen Zauber benutzen. Accio! Wingardium Leviosa! Sieht ja eigentlich so aus, als wäre das irgendwas Lilanes. Ist es aber scheinbar nicht. Kein lilaner Zauber. Deswegen probieren wir mal Eis. Lazio. Und das funktioniert. Natürlich. Wie clever. Feuer und Eis. Das ist die Lösung für dieses Rätsel. Sieh dir das an. Was machen die denn da unten? Kleine Poppy Sweetie. Vergessen, wie man Spuren verwischt. Was war das? Nicht Doran. So viel ist sicher. Protego! Nein! Accio! Incendio! Ja, komm ruhig her! Ich hau den Avada, glaube ich, mal direkt raus. Aber wenn ich die alle infiziere, dann hat ja keiner mehr eine Chance. Dann wird der Fight ja komplett sinnlos. Das machen wir auch noch. Ah!
Bam! 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 Oh, nichts mehr zum Werfen. Sollen wir beenden, was wir... was haben wir denn hier noch? Komm, zack. Willst du jetzt noch mehr? Viel Spaß mit dem. Lasst euch mal vom Gemüse fertig machen. Aus dir mache ich Mulch. Akio, entstanden. Aus dir mache ich Mulch. Und da kommt Doran, der Held. Und die anderen Zentauren sind auch am Start. Weil sie kommen hier so um die Ecke wie die Heroes, dabei haben wir alles unter Kontrolle. Und dann sagen die nachher wieder, ja, wir wussten das schon längst. Du wirst jetzt sterben, mein Freund. Oh, ich kann ihn noch gar nicht wieder verwenden. Dann brauche ich ihn heilig. Alles mit der Ruhe. Wobei die Zentauren, die nehmen das sehr wörtlich. Was machen die da? Die machen überhaupt nichts. Na gut, ich glaube, ich probiere jetzt mal den Ketten-Avada aus, oder? Ah, der ist ready. Ich will unbedingt mal den Ketteneffekt ausprobieren, wo alle Infizierte dann getroffen werden. Beziehungsweise alle verflucht. Na ja, heute stirbt der auch noch. Aber es sind genug verflucht, um alle wegzuräumen. Ja, Massenmord. Oh, da haben noch ein paar überlebt, beziehungsweise ein paar nachgerückt. Ah, jetzt teilen die Zentauren auch mal ordentlich aus. Die waren eben am Schlummern oder so. Haben alles uns überlassen. Die Kinder machen das schon, die Schüler. Mach dir keine Sorgen, Doran. Oh, wir können nochmal alte Magie wieder benutzen. Ich war gerade so in den Kampf vertieft. Ich war gerade so richtig drin hier, den Fight zu managen. Und hier. Wie nice, was da passiert? Der hat sich nun verwandelt. Ist das alles? Du wirst etwas schneller sein. Das darf ich jetzt zur Schlachtbank zurück. Komm schon, Avada, Avada. Ah, er stirbt wieder so. Habt ihr denn nichts Besseres zu tun? Wer ist denn hier noch? Bam. Er ist so böse. Ich glaube, das waren alle. Tschüssi. Uns geht's gut, aber wärst du nicht rechtzeitig gekommen? Ich hab sie hergeführt, Doran. Du hast mit uns gegen deine Art gekämpft. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Jetzt glaube ich, was Doran mir sagte. Beende deine Arbeit hier, Bruder. Noch nicht alles, was du vorhergesehen hast, ist geschehen. Okay, jetzt sollen wir die Türen aufsperren, nachdem wir alles eingesackt haben. Ist da wieder ein Rätsel? Moment, das sieht doch so aus, oder? Sonne und Mond mal wieder? Können wir aber einfach öffnen. Mond ist am Start. Sonne ist auch dabei, haben Bock auf den heutigen Tag. Da sind sie. Jetzt müssen wir nur noch den Zauber brechen. Und ihr wollt, dass wir... Poppy super geflasht von den Schnatzereiern. Ich wollte immer nur, dass sie sicher sind. Und das sind sie. Du solltest das tun. Oh, sie überlässt uns die Ehre.
kommt wer. Goldene Schnatzer. Och, wie süß. Bei Merlin, wie wunderbar. Nur wohin mit ihnen? Sie brauchen noch Hilfe. Und sobald jemand von ihrer Rückkehr erfährt... Ihnen wird nichts geschehen. Die Zentauren sorgen dafür. Das schwöre ich. Danke, Doran, für deine Hilfe bei der Suche und deinen Einsatz. Die Ehre gebührt ganz allein dir, Kind. Die Wilderer hätten das nie getan. Vergiss das nie. Oh, wie schön. Ihr habt heute mutig gekämpft. Erlaubt uns, ab hier zu übernehmen. Wenn es dir nichts ausmacht, Doran, würde ich gern bleiben und noch etwas Zeit mit den Schnatzern verbringen. Ja, und ich würde sagen, das war dann der Abschluss mit der Mission mit Doran und Poppy und den Schnatzern hier. Ich würde sie mir gerne nochmal angucken, aber ich komme nicht näher ran, leider. Muss ich dann im Video nochmal schauen. Die sahen ja echt mega knuffig aus. So ein bisschen wie Hühnerküken, fand ich. Aber ey, das sind halt auch goldene Schnatzer, ne? Die sind nun mal goldig. hier tropft es irgendwie von der Decke, oder? Sollte mal wieder repariert werden. Überhaupt ziemlich schade, wie diese ganzen Gebäude immer hier zerfallen, ne? Das sind solche Prunkbauten. Die sehen so pompös aus und alle fallen sie langsam aber sicher in sich zusammen. Und wir düsen jetzt mal rüber zu unseren Tierwesen, denn da gibt es ja auch noch eine Menge zu tun. Ey, wir müssen züchten, wir müssen mal freilassen wieder und sowas alles. Das Gehege an der Küste hat auf jeden Fall was richtig Entspannendes auch. Liegt aber wahrscheinlich auch an der Musik, ne? Das ist so eine Meditationsmusik. Atme ganz tief ein. Atme ganz tief aus. So, Caligo ist am Start, der freut sich schon. Der wird nämlich hoffentlich gleich Papa werden, ne? Der gute Caligo. Das ist unser schöner Hippogreif. Und hier noch Wolkenschwinge. Die liebe Wolkenschwinge. Und obendrauf sind ja hier auch noch unsere Einhörner. Die Einhörner können wir so leider nicht züchten. Oh, ein Einhornbaby wäre auch noch was. Aber wir haben zwei Weibchen hier. Hazel das Einhorn und hier dieses Einhorn. Man munkelt aber auch, sie haben eine Liebesbeziehung, ne? Hat mir der Niffler letztens erzählt. Die sind glücklich. Und Wolkenschwinge und Caligo, die wollen aber noch ein Baby haben unbedingt. Und deswegen müssen wir jetzt gerade mal hier in unser Setup. So, und jetzt kann ich auch ein Gehege bauen. Einmal hier. Das läuft immer gleich ab. Es ist immer das gleiche Zuchtgehege, was man benutzt, um die Tierwesen zu züchten. Es wäre eigentlich ganz cool gewesen, hätte man da noch mehr Vielfalt, aber hier ist schon so viel Inhalt drin. Ich will gar nicht mehr erwarten. Auch wenn einige Leute sagen, ey, es sind ein bisschen wenig Tierwesen. Da gibt es natürlich noch unnormal viele. Und das wäre auch eine tolle Sache für ein DLC. Ne? Könnte man noch viel reinmachen. Caligo, jetzt geh doch mal hier weg. Mensch, ich will ja bauen. Und du bist hier unterwegs. Ich will hier, dass du Papa werden kannst, Junge. Ja, dann baue ich euch halt in die Sonne. Ich dachte ein bisschen Schatten, ne? Fürs Kind und so, aber... Ne? Dann baue ich euch hier hin. Das ist auch okay, denke ich. So. Gehege steht. Bist du bereit, Wolkenschwinge? Bist du bereit, ein Baby zu kriegen? Mal gucken, ob das jetzt überhaupt funktioniert. Ja, geht. Du kannst Nachkommen jeder Art züchten. Der Hippogreif, ein majestätisches Tier, das jetzt gleich Babys bekommt. Caligo, alte Socke, du wirst gleich Papa. Ist doch der Hammer, oder? Dauert allerdings noch 30 Minuten. Ich werde das selbstverständlich ein bisschen abkürzen hier. Aber solange wir hier warten, wollte ich mir auch mal das Gehege noch ein bisschen genauer anschauen. Denn hier vorne geht es nicht nur irgendwie weiter, auch da oben. Und so viel Zeit habe ich mir hierfür noch nicht genommen. Genau wie das Phönixgehege, das habe ich mir auch noch nicht so ganz genau angeschaut. Da gibt es so einiges zu sehen, glaube ich. Hier an der Küste definitiv sehr hübsch. Ein bisschen Eier, Mondstein und ein wunderschöner Blick. Oh, hier können wir sogar gucken, was da abgeht im Zuchtgehege. Vielleicht ein bisschen zugebaut mit dem Gestrüpp. Da kann man auch keinen anderen Style wählen. Wie gesagt,
Das ist immer dieses Zuchtgehege. Spazieren wir mal hier lang. Mal gucken, was hier noch so geht. Ein niedriger Bogen. Ja, hier findet man auch vor allem diese Bauteile. Ist uns ja schon mal aufgefallen und vielleicht finden wir ja auch noch ein paar Bauteile. Weil, wie gesagt, ich hatte noch nicht richtig die Zeit, mir das hier alles gemütlich anzuschauen. Und da wir heute eh so viel mit Schnatzern und Tierwesen und so zu tun hatten, passt das ja im Anschluss alles hier hin. Wow. Eine traumhafte Küste hier. Traumhaft. Wir im Sommer am Strand liegen, ein paar Freunde dabei oder Community-Treffen, ihr seid herzlich eingeladen. Ich brauche nur noch einen Rahmen der Wünsche. Wenn einer weiß, wie das geht, sagt mir Bescheid. Schwupps. Ist auch noch eine Höhle. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht, oder? Ich kann mich nicht entsinnen. Oh, mit Fledermäusen. Ich frage mich, was in Sarazas Slytherin Kopf so vorgeht, dass das so sein Raum der Wünsche ist. Aber ich verstehe es. Ich hätte mir vielleicht noch so eine Karibikwelt geholt. Die würde auf jeden Fall in meinen Raum der Wünsche passen. Ne, so mit Palmen, immer Sonne. Aber vielleicht fühlen sich die Tierwesen da nicht wohl, weil es sind ja eher Tierwesen rund um Hogwarts. Ich weiß gar nicht, gibt es in den Tropen überhaupt Einhörner oder sowas? Gute Frage. Aber lass doch mal im anderen Gehege jetzt die Tiere freilassen. Und da fliegt er, der Phönix, ganz allein hier im Gehege. Tut mir leid, dass wir dich hier so lange allein gelassen haben, mein lieber Freund. Aber wir haben jetzt einiges zu entlassen. Boah, wie groß der auch ist, ne? Wenn man sich mal so daneben stellt, dann sieht man erstmal, was für ein massiver Vogel so ein Phönix ist. War nicht leicht, den zu kriegen. Seine Loyalität zu gewinnen, ist ein schwieriges Vorhaben. So, und hier habe ich mir auch noch gar nicht so umgeschaut. Aber bevor wir das machen, erstmal die Viecher rauslassen. So, haben wir ja schon einiges am Start. Giri brauchen wir hier nicht rauslassen, aber die Kröte, die haben wir uns noch gar nicht so richtig angeschaut. Haben wir auch eine Mission gemacht, ne, glaube ich. Mondkalb kennen wir alles. Lord der Küste, auf jeden Fall darf der hier rein. Und dann haben wir ja noch die beiden Knieselchens. Oh, da sind sie alle auf einem Haufen. Einmal die riesige lila Kröte. Eine große, magische Kröte mit Warzen, die für Zaubertränke nützlich sind. Sie kann irgendwie nicht gehen. Der Niffler hängt da im Weg, glaube ich. Oh, oh. Boah, die ist einfach, habt ihr das gesehen? Die hat sich einfach auf den Niffler kurz gesetzt, der arme Junge. Der hatte einmal so eine warzige Kröte, so einen Krötenhintern im Gesicht. Tut mir leid, Niffler. Das ist ja auch ein spezieller Niffler, das ist nämlich der Irondale-Dieb. Das ist ja nicht einfach nur so ein 0815-Niffler. Der Niffler ist ein kleines, pelziges und schelmisches Tier. Ja, und der Irondale-Dieb, den haben wir ja gerettet. Er ist ein süßer Kleiner. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Und der Lord der Küste, das Grabhorn, höchstpersönlich. Was ein edles Wesen. Grabhörner sind große, in den Bergen lebende Tierwesen mit einer harten Haut und zwei scharfen Hörnern. Die tentakelartigen Anhängsel im Gesicht der Grabhörner dienen dazu, Nahrung zu fangen und ihre Jungen zu versorgen. Grabhörner sind für ihr aggressives Wesen bekannt. Es ist jedoch schon vorgekommen, dass sich eine Hexe oder ein Zauberer in seltenen Fällen mit ihnen angefreundet hat. Und das ist nur uns gelungen bisher, ein paar anderen und natürlich dem winkenden Ritter. Wie ist der nochmal? Ich habe den Namen leider vergessen. Der immer so freundlich war. Der wollte sich dann auch mit Basilisken anfreunden. Das hat zu seinem Tod geführt. Ach ja, das ist der Lord der Küste. Entspann dich hier mal. Die sind jetzt auf jeden Fall auch längst überfällig, ey. Dass wir die mal befreien. Und jetzt schaue ich mir mal hier, guck mal, die schöne Kulisse. Jetzt mit dem Sonnenuntergang und so. Schick, schick. Schaue ich mal hier ein bisschen das Gehege an. Wir könnten natürlich auch noch die Kniesel züchten. Wow. Da können wir leider nicht hingehen. Sonst wäre das nur mal eine riesige Welt, ey. Aber das ist nur eine Kulisse. Witzig eigentlich, wie die Gehege irgendwie in verschiedenen Kulissen spielen. Und das ist ja eigentlich nur im Kopf von unserem Sarazar Slytherin entstanden. Klar, die Entwickler haben das natürlich erschaffen, aber fiktiv im Spiel, ihr wisst, was ich meine. So, hier geht's noch runter irgendwie. Vielleicht noch ein weiterer Aussichtspunkt. Schnieke sieht's ja aus. Ja, da haben wir noch eine Kiste. Ja, damit. Kurze Säule.
den Raum der Wünsche, ich gebe zu, den habe ich ein bisschen vernachlässigt. Ich habe das jetzt nicht so stark ausgebaut, sodass ich gesagt habe, Leute, das ist der Hammer. Hier können wir jetzt noch richtig was Schickes bauen und so. Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe mich aber dafür ein bisschen um die Tierwesen schon gekümmert. Da kann man jetzt nicht meckern, oder? Könnt ihr mir jetzt nichts vorwerfen. In die Ruine will ich auch reingehen. Da könnte auch noch was Interessantes drin sein. Hier sind halt, wie gesagt, vor allem Utensilien für den Raum der Wünsche. Beziehungsweise Bauteile, ja, kann man das nennen, denke ich. Oh, ist versperrt. Incendium! Das wird uns nicht stören. Das hier hat auf jeden Fall den krassesten Blick, dieses Gehege. Jetzt auch noch weiter runter, ein paar Aschwindeeier. Wenn wir hier runterspringen, sind wir auf jeden Fall platt. Hier gibt es auch noch was zu sehen. Incendium! Oh, eine Kiste! In diesem alten Gemäuer finden wir eine Wand. Ist alles zerfallen. Können wir aus dem Fenster gucken. Sehr nice. Ist schon ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Nun denn, dann lassen wir jetzt mal irgendwo noch die Kniesel frei. Die passen ja nicht mehr in dieses Gehege. Ich guck mal, wo wir auch mal Platz haben. Wahrscheinlich bei den Testralen in der Dunkelheit oder so nur. Kommt raus, Kniesel! In die Freiheit entlassen. Eigentlich passen die beiden sogar ganz gut hier rein. Die könnten sich ja auch paaren, ne? Ach komm, ich baue jetzt wenigstens noch schnell das Gehege fertig hier für die beiden. Direkt Love is in the air. Mann, Testral, geh weg. Ich kann dich sehen, ich habe den Tod schon gesehen. Ich weiß, dass du da stehst. Bau den jetzt hier hin. Och Leute, jetzt rennt der Kniesel dahin. Wie kann man die denn verscheuchen? Muss ich die erst anschießen oder so? Die mal wissen, dass man hier nicht parken sollte im Moment. Dann stelle ich es hier hin. Das geht, glaube ich, auch klar. Das blockiert nichts und sieht gut aus. Ja, da guckt ihr, ne? Wie die Knieselzucht auf Hochtouren läuft hier. Brut eines Kniesels. Er ist kein Ei. Der Kniesel hat eine Brut und man sieht auch schon an dem Bild. Sieht verdammt süß aus, ne? Ach ja, Freunde, dann warten wir jetzt mal eine Ecke, bis die Tiere geschlüpft sind. Und ich habe jetzt noch die halbe Stunde für beide Tiere gewartet. Und hier zum einen das Knieselbaby. Ist das nicht schnuckelig? Guck doch mal zu uns hin, Mensch. Will mich mal von vorne sehen. Oh, so ein kleiner Wuscheliger. Der sieht auf jeden Fall richtig süß aus. Hat funktioniert. Wir haben jetzt auch ein Knieselbaby, die Brut eines Kniesels. Aber das ist natürlich noch lange nicht alles. Denn wir haben ja noch den Greifen gezüchtet. Oh, guckt mal da hinten. Ich sehe schon laufen. Hier kann man das auch viel besser sehen in dem Licht. Oh, ist bei der Mama bei Wolkenschwinge. Ach, wie schnuckelig auch. Sehr hübsches Tier. Das ist jetzt auch unser Greifenbaby. Oh, wir haben noch eine Feder mitzunehmen hier. Kann ich mit dem interagieren? Kann ich? Legt sich zur Mama. Zur Wolkenschwinge. So süß. Hat sich gelohnt, die Wartezeit. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, wie lang die Folge ist, ehrlich gesagt. Ich hoffe, sie hat mindestens ihre 30 Minuten erwischt. Verabschiede mich jetzt aber von dieser Episode. Wir haben fleißig gezüchtet. Wir haben fleißig Schnatzer gerettet. Und es war doch wieder ein voller Erfolg. Mir hat's gefallen. Ich hoffe, euch auch. Bis dahin.